Hallo, liebe Dorothea. Hallo Anja, Wie geht's dir, Dorothea? mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Ja, ich freue mich auch. Wir hatten das ja schon mal geplant und dann haben wir das irgendwie nicht geschafft. Und jetzt finde ich das total klasse, dass wir uns zur Rasseplauderei über den Pudel treffen. Und bevor wir über den Pudel sprechen, magst du dich noch kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Du warst ja schon mal bei mir in der Hundeplauderei, Genau. aber nicht jeder hat ja die Folge gehört. Da ging es um wie man Hunde mit. Medikamente für Silvester hatten wir. Es wird bald wieder aktuell. Genau, deshalb erwähne ich es auch nochmal. Ne? Also, das heißt, wenn ihr geräuschempfindliche Hunde habt und ihr seid im Training noch nicht so weit oder das Training fruchtet nicht so, dass der Hund wirklich einigermaßen angstfrei zu Silvester ist, hört euch gerne diese Folge an. Da geht es darum, wie man Hunde mit Medikamenten unterstützen kann. Und das ist wirklich wichtig, weil es da noch viele. Ja, wie nennt man das? Unsicherheiten gibt und dann ist es immer schön, wenn ihr euch selber auch ein bisschen kundig macht. Okay, liebe Dorothea, hau rein, stell dich kurz vor. Ja, hallo, ich bin Doro. Ich bin Tierärztin hauptberuflich. Ich arbeite in einer großen Kleintierpraxis in Berlin. Da bin ich angestellt mit ganz vielen verschiedenen Spezialistinnen für die unterschiedlichen Fachrichtungen. Und ich bin auch Tiertrainerin, vor allem natürlich Hunde, aber auch Katzen, Pferde und alles andere, was so trainiert werden möchte. Und bei der Kombi von Tiermedizin und Tiertraining ist es ja irgendwie naheliegend, dass ich mich ganz viel mit Medical Training beschäftige. Da werden wir hier in Bezug auf den Pudel sicher auch noch das ein oder andere Mal drüber sprechen. Oh ja. Ja, und ich biete Training zu verschiedenen Themen an, Problemhundebereich, Medical Training. Nasenarbeit ist ein ganz großes Steckenpferd von mir. Da habe ich mich ist mittlerweile schon lange her im Rahmen meiner Doktorarbeit mal sehr intensiv auch wissenschaftlich mit beschäftigt. Und mache Vorträge, Seminare, Fortbildungen für Tierbesitzerinnen, Tierbesitzer und auch für Hundetrainerinnen, Hundetrainer und teilweise auch Tierärztinnen und Tierärzte zum Bereich Verhaltenstherapie zusammen mit einem ganz tollen Team. Verhaltenstherapie-Vet ist das. Ja. Wahnsinn. Ich finde echt, jedes Mal, wenn du dich vorstellst, finde ich so, wow, was sie Doro alles macht und was sie alles kann. Finde ich total mega. Also Nasenarbeit gehört ja heute gerade nicht so zum Rasseporträt oder zur Rasseplauderei, aber da müssen wir uns dann irgendwann nochmal austauschen. Ich mache das ja auch ganz viel mit dem Oliver und ich habe da so eine Grenze in meinem Kopf, wo ich keine Tür für finde. Und dann weiß ich ja, da kann ich dich ja vielleicht nochmal fragen. Ja, sehr schön. Sehr Hey, gerne. Ja. dann fangen wir an. Gut, für alle, die die Rasseplauderei schon öfter gehört und gesehen haben, die wissen, was jetzt kommt. Und zwar lese ich die Einleitung vor. Die ist halt bei jeder Folge gleich, aber ich mache es trotzdem immer bei jeder Folge. Ich fange mal an. Rassen sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, dem Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen können. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Das ist echt total wichtig, ne? Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Genau. Damit haben wir einfach so für unser ganzes Gespräch geklärt, dass eben nicht jeder Pudel gleich ist, sondern dass es irgendwie eventuell so einen genetischen Rahmen gibt, der züchterisch erwünscht ist, aber der auch natürlich variabel ist. Ja, das ist Okay. total wichtig. Ja, finde ich auch. Pass auf, Doro. Jetzt lese ich noch mal kurz. Jetzt hat es hier geklopft. Soll jetzt hier nicht klopfen. Ich ignoriere das jetzt. Ich hoffe, mein Hund bellt jetzt nicht gleich. Also, ich lese jetzt mal die Rassebeschreibung des VDH noch mal kurz vor. Ist sie? Klopp hier. Moment, ich muss noch mal gerade ein bisschen runter und rauf scrollen. Also, der Pudel gehört zu der FCI-Gruppe 9, zu den Gesellschafts- und Begleithunden. Es gibt halt vier Größenunterschiede, die lese ich noch mal kurz vor. Der Großpudel ist über 45 cm bis zu 60 cm mit einer Toleranz von 2 cm. Also Kleinpudel über 35 bis 45 cm, Zwergpudel über 28 cm bis zu 35 cm. Und dann gibt es noch den Toypudel über 24 cm bis zu 28 cm.
Moment, ich scroll noch mal kurz. Ich lese mal was zur Persönlichkeit vor. Schön, gesund und leistungsfähig, das soll ein Pudel sein. Und das ist der wollige Zeitgenosse auch. Ich finde, die Wortwahl ist einfach manchmal vom VDH so altmodisch, oder? Ja. Wenn er aus einer verantwortungsvollen Zucht stammt. Es ist zudem eine besondere Ausstrahlung, die von den verständnisvoll blickenden Vierbeinern ausgeht. Und die schleicht sich fast unbemerkt in das Herz eines jeden, der noch nicht zum Liebhaberkreis des Pudels gehört, der entweder als Großpudel, Kleinpudel, Zwergpudel oder Tollpudel daherkommt. So, Moment. Dann kommen wir nochmal zu. Es tut mir wirklich leid, ich bin ein ganz klein bisschen abgelenkt, weil ich glaube, hier irgendwie Handwerker in meine Wohnung wollen und ich das jetzt einfach mal hoffentlich gekonnt Wir ignoriere. können auch einen Moment Also, Pause machen, wenn du das möchtest. Das ist auch okay. na, ich lese es jetzt erstmal weiter vor. Ich hoffe, die können sich auch mit meiner Nachbarin arrangieren. Also, ich komme jetzt nochmal zur Vorlieben, Erziehung und Pflege. Pudel binden sich leidenschaftlich an ihren Menschen. Ihr Herz scheint von Tag an nur für den geliebten Zweibeiner zu schlagen und sie setzen alles daran, Freude zu bereiten. Gleichzeitig sind sie selbstbewusst. Pudel sind an Einfallsreichtum, Clownerie und Witz kaum zu übertreffen. Akrobatische Kunststücke, rasante Apportiereinlagen, jede Menge Schabernack und Überraschung gehören dazu, wenn ein Vertreter dieser Rasse Einzug hält. Und Pudelwitz hält bis ins hohe Alter an. Eine erstaunliche Vielseitigkeit ist eine weitere Eigenart des klugen Hundes mit dem unendlich wachsenden Fell, das regelmäßiger Pflege bedarf. Pudel sind manchmal elegante Stars, die auf Ausstellungen mit grazilen Bewegungen und einer würdevollen Ausstrahlung für anerkennendes Raunen in den Zuschauerreihen sorgen. Sie können aber auch ganz anders und mit hochkonzentriertem Blick pfeilschnell über Agility-Hindernisse springen. Viele Pudel sind auch erfolgreich als Blinden- und Sanitätshunde im Einsatz. Okay, guck nochmal gerade, ob ich was für. Genau, die Herkunft ist ja noch spannend, wofür sie eigentlich ursprünglich mal gezüchtet worden sind. Pudel stammen aus Frankreich, wo sie Caniche heißen und wurden früher für die Entenjagd gezüchtet. Die Jäger ließen dichtes Fell im Bereich der Nieren und Gelenke wachsen, um diese Körperzonen vor Kälte und Nässe zu schützen. Der Ursprung der Pompons, die noch heute bei manchen Ausstellungspudeln zu sehen sind. Okay, ich denke, das ist erstmal ausreichend. Okay. Also was ich immer ganz schön finde, ist, wenn wir uns erstmal nochmal darüber unterhalten, was die Funktion früher war von dem Pudel und wir dann einfach mal so dazu kommen, welches Verhalten steckt denn so dahinter und welche Verhaltensweisen bringen die eigentlich heute noch mit? Also, wenn wir davon ausgehen, dass ein Pudel früher ein Jagdhund war, der ja dann vor dem Schuss gezüchtet wurde, weil er ja Enten aus dem Wasser apportiert hat, Genau. dann wäre tatsächlich so meine erste Frage: Steckt noch viel Jagdhund im Pudel? Ja, also das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne Pudel bzw. Pudelbesitzer, die berichten, dass ihre Pudel wirklich eigentlich nicht jagen. Und ich kenne Pudel, die jagen wie die Hölle. Und Okay. tatsächlich meine beiden, also ich hatte früher den alten Großpudel, der lebt mittlerweile nicht mehr. Der hat wirklich ordentlich gejagt, wobei ich rückblickend denke, dass man da über Training sehr viel hätte beeinflussen können, was ich damals einfach noch nicht wusste und oder einfach auch ja, ziemlich viel gemacht habe, was ich aus heutiger Sicht nicht so wahnsinnig klug finde. Aber so ist das halt. Den konnte ich tatsächlich im Wald sein Leben lang nicht ableinen. Der lief an der Schleppleine, weil der wirklich ordentlich gejagt hat. Okay. Und meine Elli, das ist eine Kleinpudelhündin, die ist schon auch jagdlich sehr interessiert, sehr motiviert. Die ist mittlerweile 10. Wir haben viel trainiert. Auch da habe ich vor 10 Jahren Dinge noch anders gemacht, als ich sie heute machen würde. Ich denke, da hätte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen effektiver und zielführender trainieren können. Aber die kann ich im Wald meistens laufen lassen. Und ich sehe an ihrem Verhalten sehr, sehr frühzeitig, wenn es beginnt, spannend zu werden und kann dann eben entsprechend reagieren. Aber ich denke, ohne entsprechendes Training hätte die auch ein Hund werden können, der auch ein Leben lang an der Schleppleine laufen muss, weil die das schon auch sehr spannend findet. Darf ich da mal einhaken, weil ich das wirklich sehr interessant finde, weil man weiß zwar immer, dass der Pudel ursprünglich natürlich mal ein Jagdhund war, aber dieses Jagen wird oder dieses Jagdverhalten wird noch immer, kippt immer irgendwie so ein bisschen hinten über. Und was mich interessieren würde, ist, welches Puzzlestein
der Jagdverhaltenskette zeigen den Pudel besonders stark? Kann man das oder kannst du das von deinen Pudeln sagen? Oh, deine Katze? Katze will genau auch einmal dringend ins Bild. Beide sind tatsächlich sehr, also finden Rehe oder fanden Rehe sehr spannend, sowohl der Alf als auch die Elli. Und da vor allem natürlich auf Sicht, also ne, wenn wir ein Reh irgendwie gesehen haben, dann war Alf gar nicht mehr ansprechbar und Elli nach viel Training mittlerweile schon, aber das ist was, wo sie wirklich auch hinterhergehen würde. Ich denke, der Jagdtrieb ist moderat im Vergleich natürlich mit anderen Hunden. Das waren jetzt beides keine Hunde, die irgendwie stundenlang weg gewesen wären. Aber schon außer Sichtweite und schon so, dass es mir viel zu viel gewesen wäre, als dass man das irgendwie zulassen kann. Okay. Beide finden bzw. fanden frische Wildspuren schon auch spannend. Und wie gesagt, ich denke, es ist was, was man im Vergleich mit jetzt richtigen Vollblutjagdhunden sicher durch Training sehr, sehr gut beeinflussen kann und mit dem man sehr gut umgehen kann. Man muss nur darauf vorbereitet sein, dass es eben auftreten kann. Und es ist, glaube ich, wirklich ein bisschen Lotteriespiel, ob man einen Pudel mit Jagdtrieb erwischt oder einen, der nicht so wahnsinnig interessiert ist. Tendenziell sind die Großen, nach meiner Erfahrung doch jagdlich ein bisschen motivierter. Also bei einem Großpudel hat man eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, Elia als Kleinpudel findet Jagen schon auch grundsätzlich mal sehr interessant. Ja, und das, was du jetzt beschrieben hast, heißt, sie finden das Hetzen so als Puzzlesteinchen besonders attraktiv und führen das gerne aus. Ja, schon. Okay. Elli findet Mäusebuddeln ziemlich spannend, was ich liebe, weil das ist ja eine Form von Jagdverhalten, die man sehr gut zulassen kann. Also man muss schon gucken, wo sie buddelt, ne, und ob man die Löcher wieder zumacht, aber die ja dadurch, dass es statisch ist, eben auch keine Gefahren von Weglaufen oder irgendwelchen unliebsamen Begegnungen birgt. Also das ist was, was ich ja, sehr gerne auch zulasse, wenn die Umgebung das gestattet. Okay. Was ich frage, so deshalb nochmal nach, weil ich es immer ganz wichtig finde für Hundehalterinnen von Pudeln, die dann eben Jagdverhalten zeigen, dass man so eine Idee davon kriegt, wie kann ich denn bedürfnisorientiert mit denen trainieren, ne? Dass es deshalb so wichtig ist, darauf zu schauen, welches Jagdverhalten zeigen sie und Ja. welche Belohnung kann ich dann dementsprechend einsetzen, wenn sie zum Beispiel vielleicht etwas länger stehen und nicht direkt losrennen oder Ja, so, ne? ja, ja. Okay. Gut, das heißt, auf das Hetzen sollte man da so ein bisschen gucken und vielleicht schon frühzeitig anfangen, mit denen schöne Bewegungsbelohnung Genau, aufzubauen. ja. Okay, super. Wird denn heute der Pudel noch als Jagdhund eingesetzt? Weißt du das? Ja, also es gibt Ja? durchaus einzelne Großpudel, die eingesetzt werden. Ich glaube tatsächlich in den USA sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht habe ich aber einfach nur mehr Bilder gesehen von Hunden aus den USA, die eingesetzt werden. Okay. Das weiß ich nicht ganz sicher. Ja. Ich weiß, dass es auch in Deutschland einzelne Großpudel gibt, die jagdlich geführt werden. Das ist sicher die Ausnahme und ich denke, wahrscheinlich ist die Reihenfolge, dass Menschen, die Pudel toll finden, dann eben entscheiden, dass sie den Pudel als Jagdhund ausbilden wollen und nicht Vollblutjäger nach dem dritten Drahthaar dann sagen, ach nee, jetzt nehme ich mal einen Großpudel. Aber ja, es gibt auf jeden Ja. Fall Großpudel, die eingesetzt werden jagdlich. Ja, ist ja auch, wenn du das jetzt so sagst, die Retriever haben ja diese Apportierarbeit da quasi so völlig an sich gerissen, ne? Und wenn man jetzt so also Fotos sieht von Jagden, wo apportiert wird, also geschossenes Wild, ein Pudel sieht man da nie. Komisch eigentlich, ja. Aber das ist doch interessant. So ändert sich dann so die Aufgabe der Hunde und sie sind aber ja trotzdem immer noch Jagdhunde. Sehr, sehr spannend. Ja, sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten. Das heißt, und jetzt werden sie tatsächlich als, kann man sagen, reine Familienhunde gehalten, im Sport eingesetzt oder die Großpudel dann eben als Assistenzhunde jeglicher Art, ne? Genau, die Kleinen Genau. auch häufig schon im Therapiehundebereich. Da gibt es ja ganz, ganz viele Einsatzzwecke. Aber genau, es sind Gesellschafts- und Begleithunde. Das ist ja die FCI-Gruppe und das ist, denke Ja. ich, in den meisten Fällen wirklich die Aufgabe. Und das machen sie sehr, sehr gut. Ja. Was zeichnet denn die Pudel im Verhalten aus? Also ich beantworte die Frage mal kurz selber und dann kannst du da auf jeden Fall einsteigen. Ich habe auch noch mal auf Wikipedia gelesen, also dass sie eben sehr lebhaft sind. Was sie besonders auszeichnet, ist so, dass sie Lust haben, mit dem Menschen zu kooperieren, was ja viele Hunde auszeichnet, die auch nach dem Schuss arbeiten, weil man sie eben gut kontrollieren muss, ne? Dass sie sich sehr gerne bewegen. Okay, und dass sie auch natürlich gerne jagen, das haben wir aber jetzt schon ein bisschen abgearbeitet. Und was ich mich halt so frage, ist, muss man da aufmerksam sein, wenn in einer Rassebeschreibung steht, dass sie lebhaft sind?
Ja, genau, man muss Rassebeschreibungen ja immer ein bisschen wie ein Zeugnis lesen, ne? Die sind ja Ja. immer wohlwollend formuliert und man muss sich immer überlegen, was könnten die Nachteile sein. Und da sagt man tatsächlich, dass je kleiner der Pudel, desto lebhafter, desto agiler ist er. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Also die Großen sind tendenziell mal eher noch ein bisschen ruhiger und entspannter und je kleiner, desto wuseliger. Die meisten Pudel, die ich kenne, sind aber trotzdem Hunde, die das in einem sehr, sehr angenehmen Rahmen zeigen. Also ich kenne, ich glaube, mir fällt jetzt keiner ein, der wirklich so in Richtung Hyperaktivität gehen würde, wie man das so von den kleinen Terriern häufig kennt, wenn das nicht in entsprechende Bahnen gelenkt wird. Okay. Meistens, also die meisten Pudel, die ich kenne, die auch in normaler Familienhaltung sind, ohne jetzt riesen trainerische Ambitionen, sind trotzdem irgendwie ja relativ nette, unkomplizierte Begleiter. Und wie immer muss man natürlich total gucken, wo kommt der Pudel her, wie sind die Eltern, wie ist so die Aufzucht, ne, was hat der da so mitgebracht. Aber die meisten sind wirklich eher unkompliziert, auch wenn sie eben lebhaft und agil sind. Okay, sehr spannend. Ja, okay, da muss man also da nicht unbedingt zwischen den Zeilen lesen. Man muss es im Hinterkopf haben, ne? Und wie gesagt, immer gucken, wo kommt der Hund her, was bringt der mit für an Startvoraussetzungen. Das macht halt einen Riesenunterschied. Und ich glaube, Ja. eher sogar noch viel mehr als wirklich die Rasse und die reine Genetik. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir mal zu den Bedürfnissen. Also ich habe mir hier notiert, also ich habe mir Apportieren als Bedürfnis notiert, einfach weil ich gedacht habe, naja, wenn der Hund früher Jagdhund war und Enten apportieren sollte, ob das vielleicht tatsächlich ein Bedürfnis ist. Dann habe ich überlegt, okay, wenn er so sehr gerne mit dem Menschen kooperiert, könnte es sein, dass es eben auch sein Bedürfnis ist, immer bei den Menschen zu sein und deshalb vielleicht, dass man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen gucken soll, dass man so dieses Alleinbleiben auch nochmal besonders im Fokus hat, trainerisch. Ja, und dass er viel Beschäftigung braucht, das taucht auch in den Rassebeschreibungen immer wieder auf. Und da frage ich mich natürlich dann auch, wie viel und welche, ne? Und ich würde gerne mal bei dem Apportieren einhaken. Also es gibt ja zum Beispiel Rassen, die gerne apportieren, wie der Labrador und der Golden Retriever und so, die ja dann auch so fast schon, finde ich, immer auch so zwanghaft, vor allem wenn sie aufgeregt sind, Dinge ins Maul nehmen. Ist das bei dem Pudel auch so oder sind das nur so meine Gedanken? Also so extrem, wie es bei den Retrievern ist, dass das teilweise eben wirklich auch so im Stress deren einziger Fokus ist. Ne? Die laufen ja teilweise rum Ja. und sagen, wo ist was ich hier ins Maul nehmen kann. Ja. Ich es tatsächlich nicht von den Pudeln. Mhm. Also das ist was denen in der Regel schon liegt, was denen Spaß macht, was häufig einfach zu trainieren ist. Und was eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Beschäftigung ist, vor allem wenn man es dann eben kombiniert, so in Richtung Dummy-Arbeit mit vielleicht Suchen, mit anderen Aufgaben, ne? Dass es nicht nur ein stumpfes hinter einem Bällchen herrennen ist, sondern eben wirklich such eine Fläche ab nach deinem Spielzeug oder einem Dummy oder was auch immer. Das ist was den meisten Pudeln wirklich, wirklich, wirklich großen Spaß macht. Und wenn man wirklich ja auch Lust auf Dummy-Arbeit hat, jetzt vielleicht nicht hochprofessionell in den Retriever-Prüfungen, aber dann ist der Pudel schon eine Rasse, mit der man das gut machen kann. Und es gibt ja mittlerweile auch vom BHV oder anderen Anbietern wirklich auch Dummy-Veranstaltungen, Turniere, wo man mit anderen Rassen teilnehmen kann. Und das liegt den Pudeln schon. Ich habe mit Alf früher sehr, sehr viel apportiert. Der konnte ja eben wegen seiner großen Jagdpassion nur sehr begrenzt freilaufen, war viel an der Schleppleine. Was wir da ganz viel gemacht haben, waren so verloren suchen auf der Rückspur, dass Ah ich ja, was verloren habe, also verloren und ihn dann zurückgeschickt habe. Und weil das genau okay. der Weg war, den wir gekommen waren, wusste ich, da werden keine Wildspuren sein, weil, oder zumindest nicht super spannende. Wir sind da ja gerade schon lang gelaufen. Und auf dem Weg, den wir gerade gelaufen sind, wird uns ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt was Unvorhergesehenes begegnen. Und dann konnte ich den eben wirklich auch mal 500 Meter einfach gestreckt im Galopp laufen lassen. Und das war was dem echt viel Spaß gemacht hat. Und Ellie habe ich früher auch viel apportiert. Wir haben auch tatsächlich mal angefangen, so ein bisschen Dummy-Arbeit zu machen, nur für uns nur zum Spaß. Das machen wir im Moment nicht so viel, einfach ein bisschen aus Zeitgründen. Aber Ja. ist was wirklich schön ist und was den Pudeln, die ich kenne, auch wirklich liegt. Okay. Und wie sieht das aus? Also du hast jetzt Dummy-Arbeit schön beschrieben. Welche Beschäftigung macht dir noch Spaß? Du hast auch so Nasenarbeit gerade nochmal in so einem Nebensatz genannt. Ist das auch was, was dem Pudeln liegt? Ja, also Nasenarbeit liegt ja irgendwie am Ja. Ende fast jedem Hund, ne? Ich habe noch nie einen Hund erlebt, der keinen Spaß an Nasenarbeit hatte, wenn man es so aufgebaut hat, dass es für den Hund irgendwie logisch war.
Genau, und Elli und ich haben früher viel Nasenarbeit gemacht, tatsächlich auch richtig mit einem ernsthaften Hintergrund. Elli ist ja bei mir eingezogen, als ich an meiner Doktorarbeit noch gearbeitet habe, und da haben wir für verschiedene wissenschaftliche Projekte gearbeitet. Also Elli hat unter anderem gelernt, Atemluftproben von Krebspatienten zu erkennen. Und das Wow, hat okay. wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja. Und hast du sie richtig eingesetzt oder habt ihr nur Also das Training? wir haben das Training für ein wissenschaftliches Projekt gemacht. Das war eine Proof of Concept Studie. Also wir wollten rausfinden, können Hunde das riechen? Wir waren uns vorher schon sehr sicher, dass sie es können, aber man muss es ja für die Wissenschaft einmal beweisen. Und ja, sie konnten es. Wie cool. Und da Und gab es machst du noch? verschiedene Vorstudien und so, ne? Also sie hat verschiedene Gerüche gelernt. Ja, das hat echt viel Spaß gemacht. Super. Und machst du mit der Elli noch was in der Richtung? Im Moment auch Studium? nicht aus Ja, Zeitgründen, wie das so ist. okay. Also es gibt tausend Sachen, die ich so, so, so gerne machen würde. Und da würde ich jetzt einfach schon mal zu deinem nächsten Punkt überleiten, nämlich wie viel muss man denn machen? Ja. Jetzt ist Ellie 10 Jahre alt, ne? Das heißt, die ist kein ganz junger Hund mehr. Aber das ist was ich an den Pudeln, die ich kenne, wahnsinnig schätze. Die arbeiten wirklich gerne, die haben wirklich Lust, was mit Menschen zu machen, wenn man das Training eben so aufzieht, dass es Spaß macht. Ich muss leider jetzt doch mal ganz kurz unterbrechen. Ja. So, da sind wir wieder. Meine Heizung läuft aber jetzt dafür wieder, also hat sich die Unterbrechung gelohnt, weil Winter is coming, wie man sieht. Okay, also wir haben uns gerade eben noch mal ein bisschen fokussiert und wir waren bei Beschäftigung. Da hast du gerade so Genau. elegant den Bogen geschlagen. Wie viel braucht ein Pudel Genau. eigentlich? Genau, ich wollte gerade erzählen, dass, also Ellie ist jetzt wie gesagt 10 Jahre alt, sie ist kein ganz junger Hüpfer mehr. Sie ist aber ein Hund, die nach wie vor alles immer mit Feueralpha mitmacht und auch, ne, völlig, völlig fit ist. Und was ich aber sehr, sehr angenehm finde, es war mehr oder weniger von Anfang an so, dass sie eben durchaus auch mal mit Tagen wunderbar zurechtkommt, wo wenig Programm ist. Und das war auch bei dem Alf, bei dem Großpudel so, und das ist auch bei den anderen Pudeln, die ich so kenne, so, dass die gerne viel tun, gerne aktiv sind, gerne mit ihren Menschen arbeiten, aber eben auch mal mit Couchtagen zufrieden sind. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das unterscheidet halt schon die Begleithunde so ein bisschen von anderen Hundetypen, die eben wirklich viel Beschäftigung und Auslastung brauchen. Die Pudel können schon auch mal 5 gerade sein lassen. Das heißt nicht, dass man nichts mit denen machen muss und dass die nicht irgendwie schon auch ein Programm und ja, Training und Beschäftigung brauchen. Aber es sind halt keine Hunde, die jeden Tag unbedingt fordern, wenn man das so mit denen halt von klein auf macht. Ich habe mit Elli von Anfang an darauf geachtet, dass es wirklich auch mal Couchtage gab. Keine Ahnung, ob das wichtig war oder ob es auch so geklappt hätte, ne? Aber es war mir einfach wichtig, dass ich auch mal einen Tag haben kann, wo ich sagen kann, ich habe wahnsinnig viel Arbeit und wir gehen wirklich nur 3 oder 4 Mal Pipi machen um den Block und der Rest ist halt einfach jetzt mal Pause. Und gerade Elli ist ein wahnsinniger Kuschelhund, die genießt auch Oh, Tage, schön. wo außer auf dem Schoß sitzen nicht viel passiert. Jetzt, man sieht es nicht, sie sitzt hier gerade auf meinem Schoß. Sie kann auch den ganzen Tag unterm Schreibtisch im Körbchen liegen, wenn es nötig ist, wenn ich irgendwie tippen muss oder so. Aber wenn wir dann so einen Moment haben, wo ich spreche, wo ich meine Hände nicht brauche, dann findet sie es toll, wenn sie auf dem Schoß sitzen darf. Und sie Ist sie genießt noch diese so klein, Tage. dass sie auf den Schoß passt? Ja? Ich brauche Oder sie eine Hand macht zum sich? Festhalten. Okay, ja, verstehe. Oder Okay. einen Stuhl mit Armlehnen, sonst fällt sie runter. Okay, ach, wie schön. Ja, das hört, also ich sag mal so, Pudel, also ich mag ja natürlich per se erstmal alle Hunde, aber Pudel, den bin ich schon besonders zugeneigt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, warum ich immer so ein bisschen vor, ganz persönlich vor Pudeln zurückschrecke. Und das ist tatsächlich das Fell. Also klar, also selbst Pudel, die auf Ausstellung gehen, die etwas längeres Fell haben, also gerade oder gerade die müssen ja nochmal besonders gepflegt werden. Aber ich befürchte, dass der Pudel doch sehr aufwendig ist von der Fellpflege her. Und dann kommen wir natürlich auch nochmal gerade zum Medical Training, weil wenn die Pudel es dann nicht mögen, wenn man es nicht gut trainiert, dann hat man natürlich, ich weiß nicht, wie lange so ein Pudel lebt, 16, 17 Jahre, je nach Größe, ne? Hat man dann ja alle paar Monate ja wirklich sehr unangenehme Situationen zusammen.
Kannst du was zu der Fellpflege sagen? Also meine Frage wäre, wie aufwendig ist das? Und vor allen Dingen, wie ist das Thema mit den Fibrissen? Das finde ich ja ganz besonders problematisch. Wie geht man damit um? Ich habe ja auch einen Hund, den ich immer scheren muss, wo ich immer um diese Fibrissen rumfummel, was uns Stunden kostet, Ja. wo ich immer nicht weiß, was ist unangenehmer für meinen Hund, aber es ist ja nun mal eben verboten, die zu schneiden und das ja auch mit gutem Grund. Also dieses ganze Thema Fellpflege, ich würde mich sehr freuen, wenn du da mal deine Meinung zu kundtust, sozusagen. Ja. Also, genau. Was natürlich der riesengroße Vorteil im Pudelfell ist, sie haaren nicht. Und zwar wirklich nicht. Also Nicht, wenn nicht. es kann, genau, nicht. Es kann sein, dass Ellie sich mal irgendwo kratzt und dann so ein Büschelchen irgendwie doch rumliegt. Aber ansonsten, wenn ich sie jetzt hier auf dem Schoß habe, habe ich hinterher kein Haar auf meinen Klamotten. Die beiden Katzen und der andere Hund gleichen das aus. Also wir haben genug Haare hier. Aber von Okay. diesem Hund sind definitiv keine Haare auf Sofa, Klamotten und Co. Das ist ein Riesen-Pluspunkt und ich muss gestehen, das finde ich schon auch einfach sehr angenehm. Ja, also das Ja, ist geht so. mir mit dem Oliver ja auch so, Stimmt, du der hast hat ja ja auch auch nicht. Ja. genau einen Hund mit langem Haar. Und die Fellpflege kann von extrem zeitraubend und extrem aufwendig bis hin zu alle paar Wochen am Stück ein paar Stunden sein. Je nachdem, wie man sich das macht. Je länger das Fell, desto Okay. mehr muss man natürlich bürsten. Und Ellie hatte früher längeres Fell, weil ich es einfach irgendwie auch hübsch fand. Und gerade so in der Fellwechselzeit, die Pudel haben als Welpen häufig eher so ein wattiges Fell. Und wenn die dann in die Pubertät kommen, wird es ein bisschen fester, ein bisschen harscher. Und je fester und harscher es ist, desto weniger neigt es zum Verfilzen. Aber so in der Welpen- und Junghundephase neigt dieses Pudelfell zum Verfilzen. Das heißt, da muss man eigentlich wirklich alle paar Tage, jeden Tag, je nach Fell, je nach Felllänge bürsten, außer man hält es echt kurz. Wie kurz ist? Ich habe irgendwann für uns entschieden, dass ich keine Lust mehr auf Bürsten habe. Ellie hat Bürsten zwar gut mitgemacht, fand es aber nie besonders schön. Und wenn ich sie gefragt hätte, ob sie lieber mit mir auf der Couch kuscheln oder gebürstet werden möchte, hätte sie sich immer für Kuscheln entschieden. Wir haben es dank Medical Training ging es immer so, dass sie es auch gut mitgemacht hat und dass sie es sicher nicht schlimm oder stressig fand. Aber ich habe irgendwann entschieden, wir müssen das eigentlich nicht mehr haben. Und jetzt schere ich sie alle 8 Wochen, mal sind es auch alle 10 Wochen. Auch so oft, ja. Ja. Und zwar tatsächlich im Winter auf 12 mm. Dann muss sie was anziehen, ne? Weil das ist sonst so kurz, dass ihr draußen kalt wäre. Aber wenn das Fell länger ist, wird es ihr drinnen zu warm. Also dann ziehe ich lieber draußen was an. Und im Sommer noch ein bisschen kürzer. Da bin ich je nachdem so bei 9 mm oder so. Und dann schere ich sie natürlich auch ein bisschen öfter. Und dann bürste ich zwischendurch gar nicht. Also wirklich gar nicht. Und dafür aber an den Schertagen, meistens teile ich es auf 2 Tage auf, dann bade ich sie. Tatsächlich auch noch mit Conditioner, habe ich früher sehr, sehr albern gefunden, macht aber einen Riesenunterschied beim hinterher Durchbürsten. Für die Schermaschine ist es nämlich wichtig, dass das Fell wirklich knotenfrei und glatt ist, sonst Okay. bleiben die hängen und dann zieht es und dann dauert es viel länger und ist unangenehm. Also tatsächlich baden mit Shampoo, mit Conditioner, hinterher föhnen und dabei auskämmen. Das sind alles Tricks, die ich gelernt habe. Früher habe ich das alles irgendwie albern gefunden und gedacht, braucht man nicht, aber es macht halt einen Riesenunterschied dann fürs Scheren hinterher. Okay. Und dann mittlerweile machen wir es häufig auch an einem Tag alles hintereinander, weil Elli das halt wirklich cool und tiefenentspannt mitmacht. Früher haben wir es immer auf 2 Tage aufgeteilt. Dann halt noch das Scheren. Ich brauche für alles mit kurzen Pausen natürlich so ungefähr 4 Stunden. Okay. Und Elli ist ein Kleinpudel, ne? Wenn sie ein Großpudel wäre, hätte sie mehr Fläche, dann würde es natürlich länger dauern. Ja, dafür, wie gesagt, bürste ich nie. Und spare mir sehr viel Zeit beim Staubsaugen. Muss man aufrechnen, ob man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, ist der Pudel definitiv nicht der richtige Hund. Ja. Muss halt einfach gemacht werden. Und wenn man zu lange wartet mit dem Scheren und dann eben nicht bürstet, dann verfilzen die. Und noch schlimmer ist, wenn man bürstet, aber nicht richtig und nämlich nur so immer so oben drüber bürstet, dann hat man einen Hund, der oberflächlich ganz toll aussieht und auf der Haut ist aber eine dicke Filzschicht. Also genau, da können Ja. blöde Sachen passieren. Und wenn man keine Lust auf Fellpflege hat, dann ist ein Kurzhaarhund wahrscheinlich deutlich Ja, sinnvoll. genau. Und ich, genau, also das heißt, man muss da wirklich Bock drauf haben, ne? Also, und ich merke halt zum Beispiel so bei mir, dass ich das so, ich mache lieber andere Dinge mit meinen Hunden. Ja, Vor ja. allen Dingen auch, also ich finde auch, wenn man einen kleinen Hund hat, deine Ellie ist ja jetzt ein bisschen größer, aber zum Beispiel mein Hund, der hat jetzt so 8 Kilo und ich trainiere eben auch
viele andere Dinge mit dem. Und was ich aber an Leckerlis für Fellpflege, was da schon bei drauf geht, weil wir müssen das immer wieder aufrechterhalten. Das ist nicht so, wo er sagt, oh, das mache ich so gerne, weil wir haben es jetzt trainiert, sondern ich muss immer wieder, wenn wir, also wenn ich eben, ich schere ihn nicht, sondern ich mache es mit der Schere, weil er die Schermaschine einfach wirklich unangenehm findet. Und ich muss immer wieder dieses Verhalten immer im Schnelldurchgang neu wieder aufbauen. Ne? Und da merke ich halt, dass mir die Zeit einfach irgendwie doch zu schade ist. Die Leckerchen würde ich lieber für anderes Training verwenden. Ne? Und deshalb, ja, schade, dass es keine Kurzhaarprobleme gibt. Aber Ja, und da genau möchte ich auf jeden Fall einmal eine Lanze für Medical Training brechen, weil ja. das halt so wahnsinnig wichtig ist, ne? Der Pudel oder auch dein Yorkshire Terrier, die haben sich nicht ausgesucht, dass sie Hunde Nee. sind, die das Fell gepflegt bekommen müssen. Und es ist einfach in unserer Verantwortung dafür zu sorgen, dass das so wenig Stress wie möglich bedeutet oder im besten Fall sogar gar kein Stress. Und da habe ich mit Elli, glaube ich, auch Glück. Also die Züchterin hat da gute Vorarbeit geleistet. Das ist das, was ich Super. wirklich wichtig finde bei diesen Frisurenhunden, wie ich sie immer liebevoll nenne, ne? Dass da einfach von Anfang an schon was dran getan wird. Da sehe ich auch zunehmend bei uns in der Praxis Pudel, die also als Welpen zu den Besitzern, Besitzerinnen kommen und noch überhaupt keine Schuhe hatten Oh, und ja. offensichtlich auch kein Training in die Richtung. Und es gibt ja mittlerweile viele Pudelbesitzerinnen, Pudelbesitzer, die eben nicht diese klassischen Pudelfrisuren möchten und die das irgendwie dann auch sogar gut finden, wenn sie den Welpen ungeschoren bekommen. Da gibt es ja auch so diesen Begriff Naturpudel und so, ne? Also ja, und wenn das aber dazu führt, dass mit dem Welpen nicht geübt wird, Fellpflege entspannt zu tolerieren oder die Welpen daran nicht gewöhnt werden, dann mündet das häufig einfach in einer Katastrophe. Und dann hat man Hunde, die sind ein halbes Jahr alt, sind verfilzt, weil es hat niemand irgendwie sich um Fellpflege gekümmert. Die Besitzerinnen wussten das vielleicht auch nicht. Die sind vielleicht auch nicht gut beraten worden von den Züchtern. Und dann haben wir einen Hund, der ist ein halbes Jahr alt, der ist verfilzt und der hat noch überhaupt keine Erfahrung mit Fellpflege und findet das natürlich gruselig. Und dann geht dieser Hund zum Hundefriseur, zur Hundefriseurin und das erste Erlebnis ist mit der Schermaschine komplett geschoren werden oder gebürstet werden und es siebt oder beides. Und dann ist das einfach ein Thema, was mit riesig viel Stress oder sogar Angst besetzt ist. Und das soll und muss eben nicht sein. Wenn man von Anfang an Ja. Training macht, dann ist es bei den meisten Hunden gut möglich, dass sie das nicht stressig finden. Und ich denke, ich habe mit Elli einfach Glück. Die ist ein Hund, die auch sowas wie Injektionstraining oder sowas total gut mitmacht. Also ich denke, die ist auch einfach nicht empfindlich, ne? Das ist ja bei uns Menschen auch ganz unterschiedlich, wie schmerzempfindlich oder tolerant man gegenüber Berührungen ist. Und ich glaube, Elli ist da einfach wirklich nicht empfindlich, sodass ich für Fellpflege auch zwischen den Share-Sessions überhaupt keine extra Trainingseinheiten machen muss, weil das so Okay. entspannt ist. Also Super. wenn ich alles vorbereite zum Scheren, dann ist der Hund der Erste, der da ist und fertig ist, während ich noch die letzten Sachen hole, sitzt die schon da und sagt, so, wir können loslegen. Ach, wie cool, oh, wie schön. Genau. Super. Und Oh, ich deshalb habe ist da. es eben gar nichts, was uns belastet. Entschuldige. Nee, Ja, ist nur so sorry. wichtig. Ja, es ist total wichtig. Ich habe dazu nämlich noch zwei Gedanken. Der eine ist, weißt du, ob Züchter auch darauf selektieren, dass ihre Hunde gut zu handeln sind bei der Fellpflege? Gut zu handeln heißt jetzt nicht, dass sie alles gut ertragen und nicht aggressives Verhalten zeigen, sondern dass sie tatsächlich das gelassen über sich ergehen lassen. Also vielleicht eher so Hunde wie deine Ellie, die da nicht so empfindlich sind. Weißt du, ob das auch ein Zuchtziel ist? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Okay. Aber zumindest die Züchter, die eben jetzt im VDH oder einem großen Verein züchten, wo ausgestellt wird, müssen ja, wenn sie entsprechend ausstellen, zumindest für eine bestimmte Zeit ihre Pudel in einer Ausstellungsfrisur haben Ja. und sind ein bisschen aufwendiger. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es mehr Spaß macht, solche Hunde in solchen Frisuren zu haben, wenn die das halbwegs gut und entspannt mitmachen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht gar nicht so sehr bewusst drauf selektiert wird, aber schon auch nachguckt, ja. Okay, ja. Dann wollte ich noch mal einhaken, weil du hattest ja eben gesagt, was passieren kann, wenn man eben aus Unwissenheit einfach diese Fellpflege einfach vergisst oder verpasst als neugebackener Hundebesitzer. Und was hältst du so von der Idee, wenn der Hund jetzt wirklich ein Dreivierteljahr ist, total verfilzt ist, damit er eben nicht diese Negativerfahrung macht? Wäre es eine Möglichkeit, zum Tierarzt zu gehen, zu fragen, ob man ihn kurz sedieren kann, einmal runterscheren kann und dann den Zeitrahmen, den man sich erkauft hat, sozusagen nutzt, bis das Fell wieder so lang ist, dass es geschoren werden muss, um dann den Hund in diesem Zeitrahmen zu trainieren?
Ja, also machen, ja. wenn es tatsächlich so ist, dass der Hund schlimm verfilzt ist und oder wirklich einfach ein großes Thema mit Körperpflege hat, Ja. dann würde ich aus verhaltenstechnischer Sicht wirklich dazu raten, einmal lieber in der Sedation oder der leichten Narkose das Ja. Fell kurz zu machen, dann wird es halt nicht so wahnsinnig hübsch, aber dann hat man zumindest wieder eine vernünftige Zeit, um Körperpflege zu üben. Genau, weil die Alternative ist ja, ist mit Zwang und du musst da jetzt durch, irgendwie zu Ja. machen. Und wenn man richtig Pech hat, hat man es dann einfach nachhaltig versaut und arbeitet dann eben gegen wirklich tief sitzende Ängste an. Ja. Und das kann eine Aufgabe werden. Und dafür, dass Ja, und weil. du das ein Leben lang brauchst, Ja. ist es nicht empfehlenswert. Und du kriegst es ja auch nicht hin, wenn du wirklich sagst, dass du den Hund, also ich sage mal, spätestens alle 3 Monate ja auch irgendwie kurz machen musst. Du schaffst es ja in 3 Monaten nicht, gegen dieses Trauma sozusagen anzutrainieren, Nee, ne? Also genau. das war mir nämlich noch wichtig, so als Lösungsstrategie für Menschen, die jetzt zuhören und die sagen, oh verdammt, die gucken ihren Hund an und sagen, ist genau so ein Kandidat, sprecht mit euren Tierärzten. Oder man kann mit dir in Kontakt treten, ne? Vielleicht kannst du da auch dann nochmal ganz individuell Ratschläge geben. Gerne, genau. Man kann Medical Training auch tatsächlich in einem gewissen Rahmen, aber relativ gut online machen. Also genau, wer da Unterstützung braucht, meldet euch sehr gerne. Okay, super. Eine Frage noch, Thema Fibrissen. Wie gehst du damit um und hast du da einen Pflegetipp für? Ich Oder oder eine Idee, wie man das am besten ja, zurechtfummelt? ich habe keine Wunderlösung. Also ganz kurz für alle, Schade. die vielleicht nicht wissen, was es ist. Fibrissen sind Ach die ja. Kackhaare, ne? Also in der Pudelwelt wissen es die meisten. Und die wurden beim Pudel bei den klassischen Ausstellungsfrisuren einfach mit abgeschoren. Und das habe ich früher auch gemacht. Also bei dem Alp sowieso, da hat da überhaupt niemand drüber gesprochen. Und bei Elli bis vor ein paar Jahren habe ich das auch noch gemacht. Mein Stand war ein Gutachten, was viele Jahre alt ist, wo eben ein paar Pudel beobachtet wurden beim Scheren und die Vibrissen wurden mit abgeschoren und die haben alle nicht reagiert. Und dann war das Fazit, naja, scheint nichts zu machen. Und das deckt sich mit meiner Beobachtung bei Elli. Also ich habe, und auch bei Alf damals, ich habe jahrelang Vibrissen abgeschoren und habe nie den Eindruck gehabt, dass es in dem Moment irgendwie unangenehm ist. Und ich habe auch nie irgendwelche Veränderungen im Verhalten hinterher gesehen. Und dann kam das Gutachten von der Egal, können wir nachreichen. Könnt ihr. Angela Macht Bartels, das ist nichts. jetzt hochgradig peinlich, weil Ach das so. ist eine Freundin und gute Kollegin von mir. Okay, Verzeihung, liebe Angela. Genau, Angela, sorry, es war kurz auf dem Schlauch stehen. Die mit einer Kollegin zusammen gesagt hat, naja, Moment mal, nur weil wir nichts sehen und nur weil wir nicht genau wissen, was die Vibrissen beim Pudel für eine Bedeutung haben, heißt es ja nicht, dass sie keine Bedeutung haben und dass es denen egal ist. Und die haben eben verschiedene Analogien bei anderen Tieren angeguckt, wo man eben genau weiß, dass sie eine Riesenbedeutung haben, Katzen, Meeressäuger, also Seehunde, und haben eben gesagt, naja, vielleicht sollten wir sie nicht abschneiden, wenn wir nicht wissen, wie wichtig sie wirklich sind. Und das finde ich von der Argumentation her total richtig und total sinnvoll. Und seitdem schere ich sie nicht mehr ab. Ich mag aber kurze Schnauzen beim Pudel. Also ich finde es tatsächlich hübscher. Und da Elli wirklich so cool ist, was Medical Training, was Körperpflege angeht, habe ich angefangen mit einer kleinen Krallenschere, wie so einer Nagelschere, erstmal, um die Vibrissen rumzuschneiden. Das hat am Anfang eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich glaube, Elli findet es angenehm tatsächlich. Die liegt auf der Seite und lässt mich im Gesicht rumfummeln. Und ich glaube, sie mag dieses im Gesicht rumfummeln. Die kriegt auch ganz viel Kekse dafür, ne? Also wir belohnen Hör das. gut zu, Oliver. Genau, aber ich glaube wirklich, dass sie es angenehm findet. Und Okay. mittlerweile mache ich es mit der Schermaschine. Ich bin ganz geschickt darin geworden, mir die zur Seite zu biegen und mit der Schermaschine dazwischen zu Ah. scheren. Ich würde nicht ausschließen, dass mir nicht dann doch mal eine irgendwie durch die Lappen geht, aber die allermeisten kann ich so erhalten. Und das ist was, da brauche ich jetzt eine Viertelstunde für oder so. Statt früher 3 Minuten fürs Gesicht, eine Viertelstunde. Das ist ein Aufwand, mit dem wir gut klarkommen. Ja, und man kann aber natürlich bei den Pudeln ja auch einfach ein Bärtchen stehen lassen. Dann hat man nicht dieses Thema mit dem, man fummelt da so wahnsinnig zwischenrum, dann kürzt man sie halt ein bisschen ein. Und das muss ich sowieso tun, weil auch die Vibrissen wachsen bei Ellie ewig. Also die werden so lang irgendwann und dann schneide ich sie schon auch mal ein bisschen ab, weil dann haben sie ja auch nicht mehr so richtig viel Effekt. Also mein Fazit, Okay. ich sehe keinen Unterschied. Manchmal stehe ich mit der Schermaschine in der Hand da und denke, es würde viel schneller gehen, sie jetzt einfach abzuschneiden. Aber ja, es Ja. stimmt. Ne? Solange wir nicht wissen, ob sie nicht doch irgendwie einen Unterschied machen für die Hunde, sollten wir sie dran lassen. Und nur weil ich es optisch schöner finde und weil es mir 10 Minuten Zeit spart, ist es kein Argument, sie abzuscheren. Okay, super.
Vielen Dank für die Ausführung. Das ist wirklich sehr interessant. Also bei Oliver und mir ist es deutlich komplizierter, obwohl er keine Löckchen hat. Stelle ich mir nämlich auch nochmal schwierig vor. Aber ich muss da wirklich auch hier mit so einer Menschennagelschere drum rumschneiden und es ist wirklich, also Fummelsarbeit. Aber egal, so ist es halt. Noch eine Frage zum Fell betreffend die Ohren. Muss man zupfen? Also es Nein. gibt ja auch Menschen, die sagen, nee, muss man nicht, weil es immer so Mikroverletzungen gibt durch das Genau. Zupfen. Wie ist das bei Pudeln? Also, das Thema Haare im Gehörgang ist halt ein Thema, was diese ganzen Wollglockenhunde haben. Und es ist bei ganz, ganz vielen überhaupt gar kein Problem. Aber wenn eine Ohrenentzündung entsteht, dann ist es natürlich ein Riesenproblem, weil in diesen Haaren bleibt der ganze Schmodder hängen, also das ganze Ohrenschmalz, diese ganzen Entzündungsprodukte, Flüssigkeiten. Okay. Und was für mich als Tierärztin ein Riesenproblem ist, ich sehe das Trommelfell teilweise nicht. Also bei Elli ist es so, Elli hat Haare im Gehörgang, und ich kann bei Elli im gesunden Zustand das Trommelfell nicht gut einsehen. Und wenn da eine Entzündung ist, habe ich sowieso keine Chance mehr. Für die meisten Medikamente, die man ins Ohr gibt, muss man aber wissen, ob das Trommelfell intakt ist. Das heißt, das ist wirklich ein Problem. Pudel neigen, ja, also es wird ja immer gesagt, die neigen so zu Ohrenentzündungen. Ich kenne viele Pudel, also mein Alf hatte in seinem ganzen Leben keine einzige Ohrenentzündung. Da haben wir nichts gezupft. Also ganz am Anfang haben wir es gemacht, weil die Züchterin gesagt hat, muss man. Er hat das immer unangenehm gefunden. Das hat ihm wirklich wehgetan und wir haben es irgendwann einfach gelassen und es hat keinen Unterschied gemacht. Bei Elli, die ist Futtermittelallergikerin und reagiert mit Juckreiz und natürlich auch Ohrenentzündung. Das ist eben die klassische Kombi bei Futtermittelallergikern, neben Magen-Darm noch. Und bei Elli ist es so, wenn sie einen Allergieschub hat, dann kriegt sie eine Ohrenentzündung. Solange die Allergie im Griff ist, sind die Ohren völlig in Ordnung. Also da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang und das ist leider auch häufig bei den Pudeln so. Also wenn Ohrenentzündungen da sind, dann sollte man immer aufs Futter gucken. Ganz, ganz häufig ist da eine Allergie die Ursache. Und wenn die Ohren aber keine Entzündung haben, dann machen die Haare im Gehörgang meistens nichts. Das heißt, da muss man sehr individuell gucken. Es gibt Pudel, die wirklich viel Haare haben, sodass einfach wenig Luft dran kommt. Da kann es schon sinnvoll sein, sehr vorsichtig dosiert mal ein bisschen zu zupfen, auf gar keinen Fall in einer Sitzung irgendwie alles da rausreißen, weil damit macht man Verletzungen und dann setzen sich da Bakterien rein und dann ist eine große Wahrscheinlichkeit für eine Ohrenentzündung. Und wenn Pudel viel schwimmen, dann kann es natürlich auch sein, dass das Ohr schlecht trocknet. Also da muss man schauen. Bei Elli mache ich so, dass ich beim Scheren mit der kleinen Schermaschine so viel wie möglich von den Haaren auf der Innenseite des Ohrs und aber auch im Gehörgang wegnehme. Auch das macht sie halt einfach problemlos mit. Da ist sie sehr entspannt. Und dann zupfe ich aber gar nicht. Und Das das heißt, funktioniert für uns gut. damit, dass du so die Haare drumherum entfernst, sorgst du für eine etwas bessere Genau. Belüftung. Genau, da Okay, das ist wäre schon nämlich mal. meine Frage gewesen, Ja. wie kann man so ein bisschen vorbeugen Genau. Und handeln? Riesenthema Grannen im Frühling, Sommer, die setzen sich auf diese Innenseite der behaarten Ohrmuscheln. Also die meisten Hunde haben ja keine Haare auf der Innenseite der Ohrmuscheln. Beim Pudel setzen die sich da gerne hin und wandern dann in den Gehörgang. Die haben nochmal eine höhere Gefahr. Und wenn man die Ohrmuschel drumherum komplett nackig macht, können die sich nicht so gut festhalten. Gut, super, super, super Hinweis, finde ich. Vielen Dank dafür. Liebe Doro, warum hast du schon den zweiten Pudel? Warum bist du der Rasse so, darf man sagen, verfallen? Ich weiß nicht, wird der dritte Hund auch wieder ein Pudel, aber warum hast du dich für diese Rasse entschieden? Ja, also ich mag die einfach wahnsinnig gern. Der erste Pudel war ein bisschen Zufall. Da war ich 15 und meine Mutter kam von der Arbeit nach Hause und erzählte, dass sie im Auto ein Stück neben einem Fahrradfahrer gefahren ist, der einen Großpudel an der Leine hatte, der am Fahrrad lief. Und erzählte einfach nur so, dass das so ein schöner Anblick war und wie toll der sich bewegt hat und wie harmonisch und elegant es ausgesehen hat. Und so, und irgendwie war dann die Rasse Pudel plötzlich bei uns im Kopf und ich habe dann angefangen, mich so ein bisschen zu informieren und habe dann mit meinem Vater einen ziemlich starken Verbündeten gefunden, der fand es dann plötzlich auch ziemlich gut. Und dann habe ich angefangen, Annoncen rauszusuchen. Und irgendwie war es dann, wir hatten eine Schäferhund-Mischlingshündin zu dem Zeitpunkt und irgendwie haben wir dann festgestellt, eigentlich gibt es jetzt gar nicht so ein richtiges Argument gegen einen Zweithund. Und dann ist der Alf als Großpudelwelpe eingezogen und der war unterm Strich einfach ein wahnsinnig toller Hund. Der hatte Baustellen, der hat, wie gesagt, ordentlich gejagt, der hat eine ordentliche Rüdenaggression und eine ordentliche Leinenaggression gehabt, wobei ganz, ganz viel davon eben auch
einfach hausgemacht war durch Unwissen und durch, ja, ich habe dann eine Schleppleine dran Wir gemacht, sind ja alle nicht als so gelesen eine habe. Trainerin geboren, ne? Genau, und habe da einfach ganz, ganz viel Blödsinn trainiert, so. Und er war trotzdem einfach ein wahnsinnig toller Hund. Und dann, der ist 13 geworden, und dann bin ich irgendwann ausgezogen. Da lebte er tatsächlich noch. Und es war aber klar, ne, er hatte ein Haus mit Garten und es ging ihm da gut und er ist da geblieben. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich möchte doch aber auch wieder einen Hund haben, weil so ohne Hund auf Dauer ist blöd. Und ja, dann war Pudel irgendwie ganz naheliegend, weil ich die einfach kannte und mochte. Und dann war es aber vierter Stock Altbau ohne Fahrstuhl. Und dann war klar, es muss irgendwie eine Nummer kleiner sein. Und dann ist Ellie als Kleinpudel eingezogen. Die hat 9 Kilo. Das ist eine super praktische Größe. 9 Kilo nur, das ist ja schön. Ja. Ja, genau. Die hat 40 cm Schulterhöhe und 9 Kilo. Ist also wirklich Super. kein ganz kleiner Hund. Ne? Ist stabil, kann alles machen, was man als Hund so machen kann. Und passt auf den Schoß. Ist eine super Größe. Sehr geil. Und ich weiß nicht, ob der nächste wieder ein Pudel wird. Ich liebe Pudel. Und im Moment ist ein nächster Hund überhaupt nicht, steht überhaupt nicht zur Debatte. Ellie wird auch mindestens 20, das hat sie mir schriftlich gegeben. Also wir haben noch Auf 10 jeden Fall. Jahre und es gibt viele tolle andere Rassen. Und ich liebe Pudel. Und das Einzige tatsächlich, diese Haare im Gehörgang-Geschichte in Kombination mit, ich habe hier einen Futtermittelallergiker sitzen und wenn sie einen Schub hat, dann ist das doof. Das ist das Einzige, weshalb ich manchmal denke, vielleicht kein Ja, Lockenhund mit Haaren im Ohr. kann ich gut Weiß ich noch nicht. verstehen. Ja, es ist irgendwie doof. Ja, und guck mal, ne, und du bist ja vom Fach, sowohl was das Training anbelangt, was aber eben auch die medizinische Seite, ne, und was für eine Belastung ist das für Hund und Halter, die eben nicht dieses Fachwissen haben, wenn das auftritt. Und es wird ja immer, also ist meine Bewertung da, so dass gerade diese Allergien bei Hunden ja auch eher häufiger werden anstatt weniger, ne? Ja, okay. Und ich kenne auch relativ viele Pudel mit Allergien und da frage ich mich immer, ob meine Stichprobe einfach nicht stimmt, weil ich eben in der Praxis natürlich Na relativ klar. viel mit den Problemen sehe. Ja. Und da habe ich null Zahlen, Daten, Fakten zu, sondern das ist wirklich mein ganz subjektiver Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass die Pudel schon zu Allergien neigen im Vergleich mit anderen Rassen. Aber wie gesagt, das ist unwissenschaftlich. Ja, okay. Ich habe noch mal eine Frage, die nicht im Skript steht und ich weiß auch gar nicht, ob man die überhaupt tatsächlich beantworten kann. Und zwar hast du ja gerade erzählt, dass deine Mama diesen schönen federnden Gang bewundert hat von dem Großpudel und es steht ja auch in den Rassenbeschreibungen drin. Und sag mal, ist das anatomisch, also gibt es ja anatomisch irgendwie einen Grund für, dass die so anders laufen? Ja. Jein, ja. Pudel sind ganz, ganz häufig hypermobil. Das heißt, die haben eigentlich zu lockere Bänder. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie mit den modernen Dressurpferden. Wenn man sich Videos anguckt von vor 50 Jahren und welche von jetzt, dann laufen moderne Dressurpferde einfach schon mal viel, viel schöner, viel imposanter, viel federnder. Und es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig gesund. Und das, ja, also macht bei den Pudeln, die ich kenne, keine Probleme. Also die haben Okay. nicht mehr oder eher sogar im Vergleich mit großen Hunden eher weniger Gelenkprobleme häufig. Aber es ist tatsächlich eine Anomalie und es führt dazu, und das ist ein bisschen ironisch, weil Pudel ja eigentlich Wasserhunde ursprünglich mal sind, dass viele Pudel nicht gut schwimmen können, weil Was ist denen das? die Kraft fehlt, den Kopf dauerhaft so hoch zu halten. Hey. Also mein Alf, das wusste ich damals nicht, aber der ist immer senkrecht geschwommen. Dem ist der Popo immer wie bei so einer Bleiente runtergegangen und der nie lang und ausdauernd geschwommen und ich fand es immer nur lustig, aber mittlerweile weiß ich, es war halt wegen dieser Hypermobilität höchstwahrscheinlich, dass ihm die Kraft Oh, jetzt bist du eingefroren. fehlte, um eben senkrecht zu schwimmen. Okay. Das hätte man trainieren können, ne, mit einer Schwimmweste und Muskelaufbau und so kann man das tun. Und Ellie schwimmt gar nicht, was ich irgendwie auch praktisch finde. Wir haben hier hinten am Grundstück einen Fluss mit Enten und so, ne, da muss ich mir einfach keine Sorgen machen. Und die ist aber tatsächlich als Welpe hinter ihrem Retriever-Freund ins Wasser gesprungen und untergegangen, also ist nichts passiert. Aber ich denke, dass das eben auch damit zu tun hat, wenn sie sitzt, kann ich ihr den Kopf, also wenn sie entspannt ist, ne, ganz vorsichtig wirklich bis auf den Rücken biegen. Da sind Bewegungen, die sonst nicht möglich sind bei anderen Hunden. Und ich denke, dass sie einfach sich nicht halten konnte, sich furchtbar erschreckt hat und seitdem nicht mehr schwimmt. Macht in unserem Alltag kein Problem, deshalb habe ich nie daran gearbeitet. Aber ja, so viel zu Wasserjagdhunden. Ja, aber spannendes Thema mit dieser Hypermobilität.
Gut, aber wenn es nicht zu Problemen führt, dann ist es ja gut. Aber es hat mich einfach sehr beschäftigt, weil es fällt mir ja auch auf, wenn ich pudel, ich sehe sie sehr selten hier, aber wenn ich sie sehe, gehen sie eher so in die Höhe. Andere Hunde gehen eher so in die Länge und die sind so, obwohl sie auch raumgreifend sind, Ja, aber gehen sie eher dieses so nach Federnde, oben. ne? Die sind so Ja, ganz, ganz genau. elastisch, ganz locker. Ja, Ja, ganz locker. Ja, genau. genau. Geil, sehr. Ach, das ist Und so interessant. also ich weiß nicht, ob es auf Dauer irgendwie doch Probleme gibt, ne? Das tatsächlich, ich bin kein Orthopäde, ich habe mich da jetzt auch nie intensiv mit beschäftigt. Ich Okay. weiß nichts von Problemen. Ja. Okay. Wenn ich mich jetzt für einen Pudel interessiere, oder sagen wir mal so, was muss ich denn so mitbringen, damit ein Pudel sich bei mir wohlfühlt? Also was braucht ein Pudel von seinen Menschen? Ich glaube, ganz grundsätzlich mal das, was jeder Hund von seinem Menschen braucht, einfach die Bereitschaft, sich ja, um die Bedürfnisse des Hundes zu kümmern, sich damit zu beschäftigen, wie Hunde lernen, damit zu beschäftigen, wie belohnungsbasiertes Training funktioniert. Das sind erstmal so die ganz, ganz grundlegenden Voraussetzungen, denke ich. Und dann ist ein Pudel, ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, was braucht ein Pudel anderes als andere Hunde? Die Fellpflege. Ne, das ist wirklich was, da muss man sich mit beschäftigen. Da muss man wissen, worauf man sich einlässt und dann dafür muss man bereit sein. Und Okay. ansonsten finde ich, sind Pudel im Vergleich mit anderen Rassen doch häufig eher unkompliziert in Anführungsstrichen. Ne? Das heißt nicht, dass sie eben nicht Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen. Aber wenn ich die Zeit habe, die ich für die Erziehung eines Welpen brauche oder für die Eingewöhnung eines erwachsenen Hundes, wenn ich die Kapazität habe, eben für Spaziergänge, eine Stunde am Tag möchte ein gesunder Hund auf jeden Fall spazieren gehen Ja. am Stück, ne? Aber im Vergleich mit anderen Hunden haben die jetzt nicht Bedürfnisse, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt wissen, da muss man, ne, nicht wie ein Malinois oder wie ein Vollblutjagdhund, wo man eben sagt, da muss ich wirklich was ganz Spezielles machen, sondern man muss gucken, dass die Bedürfnisse erfüllt sind und dass es dem gut geht. Also die Bedürfnisse eher des Individuums und Genau, nicht des Pudels an genau. sich. Okay, ja. Und wo fühlt ein Pudel sich wohl? Was meinst du? Kann er sich auch in der Stadt wohlfühlen? Grundsätzlich ja. Also Elli und ich haben die ersten 8 Jahre von Ellis Leben wirklich mitten in Berlin gewohnt. Und das war für Elli völlig in Ordnung. Ich habe tatsächlich darauf geachtet, dass sie aus einer Gegend kommt. Also die Züchterin hat so ein bisschen ja, in so einer Kleinstadt gewohnt, ne, und war mit den Welpen schon unterwegs. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass der Hund nicht vom Land kommt und zum ersten Mal in seinem Leben mehr als 3 Autos sieht, wenn ich sie abhole, sondern die war gut vorbereitet darauf. Ja. Und ich würde sagen, dass sie tatsächlich, dass es ihr da gut ging. Also sie war tiefenentspannt mit allem, was Großstadt angeht. Und jetzt wohnen wir seit einem Jahr wirklich richtig auf dem Land mit, ich mache die Tür auf und sie kann auf den Hof gehen. Und wenn ich das Hoftor nach hinten aufmache, dann können wir morgens mit Kaffee in der Hand irgendwie an den Fluss gehen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und das ist schon nochmal was anderes. Das war mir vorher nicht so bewusst, aber also Elli ist ein Hund, die ist gerne, wenn ich zu Hause bin, da, wo ich bin. Und meistens liegt sie in dem Raum, in dem ich mich aufhalte. Aber wenn die Sonne scheint und die Terrassentür ist offen, dann entscheidet sie sich jetzt manchmal dafür, sich draußen in die Sonne zu legen. Was ich so von ihr nicht kenne, und sie ist 10 Jahre alt. Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass ein Hund in der Stadt gut und glücklich leben kann. Ich denke, das war alles in Ordnung für sie. Aber ich glaube, sie genießt es jetzt auch sehr, so zu leben, wie wir jetzt leben. Okay, gut. Also es das heißt, auch da ist wieder eher entscheidend, wie ist der Hund aufgezogen. Das heißt, wenn ich in der Stadt wohne und ich möchte gerne mich für einen Pudel entscheiden und interessiere mich für einen Welpen, dann sollte ich den Züchter danach aussuchen. Ja, wo er seine Hunde großzieht und wenn er sie eher ländlich großzieht, dass er dann zumindest irgendwie ein paar Mal schon mit den Hunden irgendwo hingefahren Genau. ist, wo es ein bisschen städtische Reize gibt, obwohl ich mir vorstellen kann, dass wenn ich wirklich in einer Großstadt lebe, dass das vielleicht sogar schon fast zu wenig ist, weil diese ganzen Hintergrundgeräusche, Ja. die ja den ganzen Tag in der Stadt sind, die kennen ja dann die Welpen vom Land nicht so. Also gut, Aber also das ist einfach nur wichtig zu wissen, ne? das finde ich halt gilt ja generell. Wenn ich mir einen Hund Ja. anschaffe, sollte ich gucken, was kennt der bisher? Und ich bin immer wieder ein bisschen erschüttert, wenn mir gerade Welpenbesitzer berichten, wie toll und idyllisch dieser Welpe aufgewachsen ist, mitten auf dem Land, aber wir wohnen halt in Berlin. Also, oder ich jetzt in Berlin. Ja. Aber, ne, also es ist einfach sinnvoll, wenn der Welpe das Umfeld, in dem er später leben soll, schon gut kennengelernt hat. Und es kann auch sein, dass man sich einen Landei-Welpen holt und der wird in der Großstadt glücklich und es gibt niemals ein Problem. Aber die Wahrscheinlichkeit
ist halt Genau. deutlich größer, dass es gut Ja. geht, wenn er einfach entsprechende Erfahrungen gemacht hat. Und das ist jetzt überhaupt nicht pudelspezifisch, bei allem, was Sozialisation angeht und natürlich auch das, was die Züchter machen, gilt natürlich, dass es auch darum geht, wie es gemacht wird. Das nützt nichts, die Welpen irgendwie einmal an der Hauptstraße lang zu schlürren und zu sagen, na, jetzt kennt er das Gott. ja, sondern Ja. ne, das müssen natürlich positive Erfahrungen sein. Die müssen entspannt sein oder im besten Fall eben positive Verknüpfungen machen, damit es zielführend ist. Wenn die bei ihrem einzigen Besuch in der Stadt sich furchtbar erschrecken, dann kann das natürlich kontraproduktiv sein. Wenn jetzt ein zukünftiger Pudelbesitzer nicht so genau weiß, an wen kann er sich wenden, an welchen Züchter kannst du welche empfehlen? Musst du jetzt hier nicht öffentlich machen, aber könntest du dann welche Also empfehlen oder bist du da raus jetzt ich damit bin, jetzt, dann genau, bist du ja schon 10 Jahre, ne? bin da Okay. gar nicht irgendwie involviert. Grundsätzlich würde ich Menschen, die wirklich einfach keine Erfahrung haben, zu einem VDH-Züchter raten, was nicht heißt, dass es nicht Züchter außerhalb des VDHs gibt, die super toll sind, aber da hat man zumindest mal ja gewisse Mindeststandards, die eingehalten werden müssen, und die zum größten Teil einfach sehr sinnvoll sind, ne? Also da würde ich dann empfehlen, da zu gucken. Ja. Was ich sonst vielleicht auch noch mal als Tipp mit auf den Weg geben kann, nehmt euch vielleicht einfach einen Hundetrainer zur Seite. Entweder nehmt ihn einfach mal mit zum Erstbesuch oder erarbeitet so einen kleinen Fragenkatalog, mit dem, dass ihr einfach ja ein bisschen was zum Züchter mitnehmen könnt. Das, weil Welpen einfach so süß sind, dann ist irgendwie alles egal. Und dass ihr wenigstens noch was in der Hand habt, wo ihr mal fragen könnt, so, ne? Also so ein paar Sachen abhaken könnt. Genau, oder Das im wäre besten noch meine. Fall nimmt man Kontakt schon auf, bevor Welpen da sind, dann ist man nämlich nicht so sehr abgelenkt und kann einfach schon mal ein Ja. paar vernünftige Fragen stellen. Und Ja. das ist ja auch ein Zeichen für einen guten, engagierten Züchter, wenn der vorher schon ein bisschen was von euch wissen Ja. will und ihr einfach schon ein bisschen Kontakt habt vorher. Okay. Jetzt kommen wir noch mal zu den Krankheiten. Da habe ich glücklicherweise gar nicht so viel gefunden. Ich erzähle mal, was ich Ja. gefunden habe im Netz. Beim Großpudel könnte also eine HD, eine Hüftgelenksdysplasie auftreten, wobei die beim Züchter natürlich ausgeschlossen wird, dadurch, dass Elterntiere HD frei, glaube ich, sein müssen, oder? Genau, Willst du ausgeschlossen direkt? nicht, aber Okay. unwahrscheinlich. Und genau, dadurch, dass die Großpudel ja, auch wenn es große Hunde sind, relativ leicht sind, und da Okay. einfach züchterisch gut drauf geachtet wird, ist das ein Problem, was ich aus der tierärztlichen Praxis beim Großpudel eher nicht kenne, zum Ach, Glück. super. Okay. Und ich bin Dann keine habe ich. Orthopädin. Ja, gut, aber du hast ja trotzdem so ein bisschen so den Ja, genau. Einblick, ne? Genau. Genau. Dann bei Klein- und Zwergpudeln tritt der graue Star oder kann der graue Star auftreten. Genau. Bei Zwerg- und Toypudeln gibt es diese Patella-Luxation. Genau. Und dann habe ich noch gefunden eine Hauterkrankung mit dem Namen Sebadenitis. Genau, Und die ja, kenne ich tatsächlich zum Glück nicht beim Pudel, also habe ich, aber ist generell auch nicht so wahnsinnig häufig. Okay, und dann gibt es noch eine Harnleiterektropie, die laut Wikipedia häufig auftritt. Ich weiß aber nicht, was das ist. Genau, das heißt, dass die Harnleiter, also die Verbindung von den Nieren zur Harnblase, nicht in der Blase münden, sondern dahinter. Okay. Und damit läuft der Urin eben nicht in die Blase, sondern gleich in die Harnröhre und dann sind die tröpfeln halt einfach und haben natürlich auch eine Neigung für aufsteigende Infekte. Ich weiß nicht, was häufig in Zahlen heißt. Ich wüsste bei uns in der Ja. Praxis, ich weiß, dass wir ab und zu mal Untersuchungen machen, um das auszuschließen. Ich wüsste jetzt nicht, ob wir in den letzten 10 Jahren einen hatten, wo wir es festgestellt haben. Und Okay. wenn, dann war es kein Pudel. Aber genau, Super. wird schon Okay. ja auch einfach züchterisch drauf geachtet. Diese ganzen Augenerkrankungen, da kann man ja teilweise drauf testen und teilweise müssen Augenuntersuchungen gemacht werden. Deswegen eben auch wieder, es ist sinnvoll, zu einem VDH-Züchter zu gehen, wenn man nicht weiß, wonach man guckt. Und genau, die Patella-Luxation ist halt einfach, was je kleiner der Hund, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Auch da gucken gute Züchter natürlich nach. Aber ja, also ich bin tatsächlich generell kein Fan von Hunden, die im Erwachsenenzustand unter 5 Kilo wiegen, einfach weil neben Patella-Luxation noch viele andere Risiken mit dieser Verzwergung einhergehen. Das wäre so mein Pauschaltipp, wenn ihr einen kleinen Hund haben wollt, guckt, dass er über 5 Kilo hat. Also Das Kleinpudel, kann ich nur bester bestätigen, Zwergpudel, ja. wunderbar, Tollpudel, wird dann schon wieder schwierig. Ja. Ja, es ist auch einfach, also erstmal der gesundheitliche Aspekt, und es ist auch einfach wahnsinnig schwierig, so ganz kleinen Hunden ein schönes Leben, Ja. also weil die sind einfach so
so zart und so zerbrechlich, die können so schlecht mit anderen Artgenossen auch mal Kontakt haben, weil es einfach auch schon wehtut, wenn der größere Hund und wenn nun mal die Pfote kommt oder so, was einfach Genau. zwangsläufig passiert. Und dann hat man direkt auch wieder die Verhaltensproblematik dahinter und so. Es ist wirklich diese Art Kleinhunden. Also ich weiß ja, wovon ich spreche. Ich hatte ja mein kleines Mariechen und die Ja. hatte 3 Kilo. Und die war wirklich ein zäher kleiner Terrier, aber die hat es auch trotzdem so schwer in ihrem kleinen Körper. Das hat man ihr, sie wollte so gern und sie konnte so oft nicht. Und das Ja. ist so traurig. Deshalb, ja, kann ich dir da nur wirklich zustimmen. Liebe Doro, sollen wir uns noch den Fragen widmen, die auf Facebook gekommen sind? Von mir aus Ich sehr gucke die gerne. mal gerade durch, weil wir Ja, haben, also, klar. oder du hast schon echt viel beantwortet. Oh, ich schau mal gerade. Okay, die Claudia fragt, wie viel Zeit ist für Fellpflege einzuplanen? Haben wir beantwortet. Yes. Gibt es innerhalb des Pudels verschiedenes Fell? Weiß nicht Ja. so genau, wahrscheinlich meint sie, vielleicht meint sie die verschiedenen Farben, weil er ist ja sehr, kann ja sehr farbig sein. Es gibt viele unterschiedliche Farben Ja, es und gibt Größe. schon auch so ein bisschen verschiedene Strukturen. Also es gibt Okay. einfach Pudel, die ein sehr weiches, sehr wattiges Fell haben. Und es gibt welche, die eher so ein bisschen so ein harsches Fell haben, was sich eher ein bisschen rauer anfühlt. Und das hat einen Einfluss auf die Fellpflege. Je weicher, desto mehr neigen sie zum Verfilzen, kann man mal so pauschal sagen. Und Ellie hat zum Beispiel eher so ein bisschen raueres Fell und jetzt im Erwachsenenalter, also ab einer bestimmten Länge, würde sie natürlich auch verfilzen, aber so verfilzt sie einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, und da fehlen mir aber jetzt die großen Stichproben, dass bei den weißen Pudeln zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass die so ein weicheres Fell haben, eher ein bisschen wattiger als bei anderen Farben. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur die, die ich so kenne. Da Okay. könnte ich da wahrscheinlich noch mal mehr zu erzählen, die einfach deutlich mehr Hunde auf Ausstellungen sehen und kennen. Da würde ich gerne noch mal einhaken. Und zwar gibt es, da habe ich gesehen, Fotos von Nürenpudeln. Sind Schnürenpudel. das, kannst du dann, was sind das Pudel, wo einfach das Fell wie so Rasterhaare lang wächst und man das dann immer, ah, okay. Genau. Es sind einfach Ja. Dreadlocks, die so aufgedreht werden. Es ist unglaublich aufwendig, das so, ja, so hinzubekommen. Ja, das glaube ich. Und ich finde es tatsächlich, ich kenne keinen. Ich habe auch, glaube ich, noch nie einen live gesehen oder angefasst oder so. Ich stelle es mir einfach wirklich schwierig vor, auch in Bezug auf zum Beispiel, wenn die nass werden, bis sie dann trocknen. Das dauert wirklich ewig, weil diese Dreads ja innen drin einfach nass werden und auch ganz schwer werden und so. Ich stelle es mir für den individuellen Hund durchaus nicht immer angenehm vor. Ja. Und ehrlich gesagt frage ich mich, ob die nicht irgendwann sehr stinken. Also bei Ellie ist es, oder bei den Pudeln, die ich so kenne, ist es so, dass dieses Fell ganz viel Gerüche annimmt. Also wenn ich hier irgendwas brate, dann riecht mein Hund durchaus am nächsten Tag auch noch nach Bratfett. Und bei den Dreads stelle ich mir das doch noch so ein bisschen langwieriger vor. Ja, ich habe auch noch nie einen gesehen, aber sie sind immer dabei, wenn es um den Pudel geht, gibt es immer Fotos von diesen Schnürenpudeln. Deshalb Genau. dachte ich frage mal. Sehen auch irgendwie cool aus, finde ich schon auch. Also wenn man so Ja, total. Bewegungsfotos sieht und das fliegt so, ne? Ja. Okay, dann hat sie noch geschrieben, zu wem passt ein Pudel und zu wem nicht. Das haben wir beantwortet, oder beziehungsweise du. Die Elisabeth fragt nach den Ohrenentzündungen und den starken Haarwuchs. Das hast du auch beantwortet. Die Yvonne fragt nach der Jagdmotivation, ob die bei den unterschiedlichen Größen unterschiedlich ausgeprägt ist. Hast du auch schon beantwortet. Moment. Ohrenzupfen oder Schneiden haben wir auch oder hast du auch schon beantwortet. Schau mal, hier kommt eine wirklich interessante Frage von der Alexandra. Sie möchte gern wissen, ob dir bekannt ist, dass Pudel verstärkt zu Magenproblemen beziehungsweise mäkligem Fressen neigen. Und wenn Ja, ja, was da wohl die Ursache ist? also ich kenne, wir haben einige in der Praxis, die dann tatsächlich Futtermittelallergiker sind. Und Okay. das ist eben so ein bisschen auch mein Eindruck, dass ja, generell gibt es das einfach wirklich, wirklich, wirklich viel mittlerweile. Und bei den Pudeln ist mein Eindruck, meine Stichprobe, dass die da vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu neigen als andere Hunde. Ganz grundsätzlich ist mäkliges Fressen einfach ganz, ganz häufig Ausdruck einer Magenproblematik oder einer Magen-Darm-Problematik, die häufig durch Allergien oder Fütterung ausgelöst ist. Da bin ich ein Riesenverfechter von nicht akzeptieren, dass der Hund mäkelig frisst und nicht akzeptieren, irgendwie, wenn jemand sagt, naja, der will dich nur erziehen oder ist ja auch kein Wunder, wenn du dem dann immer was anderes gibst oder so.
Also gerade wenn es eben so ist, dass die häufig morgens gar nicht fressen wollen oder auch mal einen ganzen Tag haben, wo sie nur Leckerchen fressen oder auch mal gar nichts fressen oder so sehr zum nüchtern Erbrechen neigen oder so, plädiere ich immer dafür, da mal wirklich genauer hinzugucken, weil, also ich glaube, wir haben bisher bei fast jedem irgendwas gefunden, wo man was tun kann und dann wird es besser. Ja. Ich glaube, dazu würde ich gerne mit dir nochmal eine extra Folge machen, weil ich wirklich viele Kunden habe mit Hunden, die wirklich schlechte Esser sind. Und ich bin ja nun mal eben keine Tierärztin. Ich kann natürlich auch immer nur das und nochmal sagen, geht doch nochmal zum Tierarzt, lass es nochmal abchecken. Aber dann kommt ja immer die Aussage, der Tierarzt sagt, er ist gesund. Und ich würde mir wünschen, dass diese Hundehalterinnen mehr Informationen an die Hand bekommen. Und da könnten wir vielleicht, wenn du Lust hast, uns nochmal zu treffen, oder? Würde ich Ja, mich sehr freuen. Super. sehr gerne. Für alle, die sich fragen, es ist eine Katze. Sah komisch aus. Okay, Ariane fragt, ob alle Pudel Zahnsteinprobleme haben. Okay, Also kurz und genau, schmerzlos. Zahnstein ist ganz, ganz individuell tatsächlich. Es gibt Hunde, die neigen zu Zahnstein und es gibt Hunde, die sind zähen und haben blütenweiße Zähne. Je kleiner der Hund, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Zahnsteinprobleme oder auch Zahnprobleme gibt. Also auch da wieder die Hunde, die wirklichen Zwerghunde oder eben Hunde unter 5 Kilo, neigen in der Regel wirklich sehr zu Zahnstein und haben häufig auch einfach zu wenig Platz für ihre Zähne im Maul, sodass da die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie auch Zähne gezogen werden müssen, sehr groß ist. Und ansonsten kann man natürlich in einem gewissen Rahmen durch Fütterung was beeinflussen, aber zum größten Teil ist es wirklich individuell. Und was wirklich hilft, also gehört nicht so richtig zur Frage, aber ich mache gerne Werbung dafür, Zähne putzen. Da gibt es auch wirklich wissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn man einmal täglich Zähne putzt, kann man die Neubildung von Zahnstein sehr, sehr lange hinauszögern und dem Hund einige Narkosen in seinem Leben ersparen. Womit wir wieder beim Medical Training wären, was man machen sollte, um dem Hund entspannt Zähne zu putzen. Genau, das kann man auch bei dir Ja. lernen. Und ich mache das ja auch mit dem Oliver seit, ich habe die Ausbildung bei Nicole Stein gemacht zur Medical Trainerin und seitdem putzen wir jeden Tag die Cool. Zähne und er hat ein bisschen Zahnstein, aber das wird eben nicht mehr, weil ich habe halt recht spät damit angefangen. Ja. Und obwohl er ja Kilo hat, 1,5 und auch eine richtig dicke Schnauze und so, hat er schon mit, ich glaube, da war der 3 oder so, eine richtig tolle Zahn-OP gehabt. Das heißt, na, vorne, die waren schon locker, er hatte massiven Ja. Zahnstein und Zahnfleischentzündung und die Milch und dann hatte er noch so festsitzende Milchzähne. Also wirklich Oh, irgendwie ja. so ein trauriges Gewiss. Ja, und seitdem haben wir uns immer wieder eben Zähneputzen versucht, aber ich habe es eben nicht so wirklich richtig gut stressfrei hinbekommen. Und ja, seitdem ich Medical Training mit ihm gemacht habe und mich da auch trainingstechnisch wirklich reingefuchst habe, ist das überhaupt kein Problem mehr. Kann ich euch auch wirklich aus eigener Erfahrung wirklich, wirklich nur ans Herz legen, Genau, ne? Und weißt du, Profi-Tipp, wenn euer Hund Zahnstein hat, fangt an, Zähneputzen zu trainieren, bevor ihr die professionelle Zahnreinigung in Narkose macht, damit ihr dann von Tag 1 putzen könnt. Das ist die perfekte Kombi. ja, das ist super. Und die Nicole hat dazu, nämlich da mache ich auch noch mal ein bisschen Werbung, weil ich das so genial finde, so ein Selbstlernkurs. Ach nee, das war Krallen schneiden. Ich nehme alles zurück. Nicht zum Zähneputzen. Ich lasse es. Okay, alles klar. Okay, liebe Doro, das war echt genial. Deine Rassebeschreibung. Haben wir noch was vergessen? Wüsste Haben ich wir nicht. noch? Also Puh. bestimmt, ganz viel. Man kann ja Ja, endlos über meinst du Hunde ehrlich? reden. Nein. Also, ich glaube, wir haben wirklich, also im Skript steht eigentlich so nichts mehr. Nee, Ich nee. denke. Super. Sehr schön. Okay. Gibt es noch irgendwas, wofür du ein bisschen Werbung machen möchtest? Gibt es noch ein Angebot? Wir hatten gerade noch mal über das Fixieren. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen die Werbetrommel Ja. rühren, weil es so wichtig auch ist. Sehr, sehr gerne. Genau, also Medical Training generell habe ich verschiedene Online-Angebote, also so Online-Vorträge, teilweise auch in Kombination dann mit Online-Kursen, wo wir live zusammen trainieren. Da habe ich jetzt im November was zum Thema Krallenschneiden, das ist jetzt nicht so richtig pudelspezifisch, und dann im nächsten Jahr noch verschiedene allgemeine Angebote. Und genau, wir hatten über Medical Training gesprochen und bei allem, was Körperpflege beim Pudel angeht, bin ich wirklich ein riesen, riesen Fan von Kooperationsverhalten. Also der Hund lernt, uns sein Einverständnis zu geben, sodass wir wirklich stressfrei Fellpflege betreiben können, weil wie gesagt, der Pudel hat sich nicht ausgesucht, ein Pudel zu sein. In Ergänzung zu diesem Training finde ich aber, dass jeder Hund lernen sollte,
dass er auch mal kurzfristig festgehalten wird und etwas potenziell Unangenehmes mit ihm passiert. Und er muss da durch, aber er lernt eben eine Strategie, das gut auszuhalten, nämlich Muskeln entspannen, stillhalten, führt dazu, dass es schnell wieder vorbei ist. Und damit kann man Hunden für Dinge, die jetzt eben gemacht werden müssen, also Tierarztbesuche, aber eben auch Pflegemaßnahmen, Handlingsmaßnahmen, wenn man vielleicht mit seinem Training noch nicht weit genug ist und aber jetzt was passieren muss, kann man denen wirklich ganz, ganz viel helfen. Und da werde ich nächste Woche einen Online-Themenabend zu machen, am 25.10. Also wer da Lust hat, freue ich mich über Anmeldungen. Und das ist jetzt sicher, damit meine ich nicht, der Pudel ist 6 Monate alt und von vorne bis hinten verfilzt und wir halten ihn jetzt fest und er muss da durch. Aber vielleicht, Nee. es gibt diese eine verfilzte Stelle oder er ist durch Kletten gelaufen. Das ist was Pudel gerne machen. Und wir müssen jetzt halt mal ein paar Kletten irgendwie entfernen und es zieht und vielleicht sind wir im Training noch nicht weit genug, aber es ist eine Frage von ein paar Minuten, ne? Dafür ist es echt Gold wert, wenn der Hund gelernt hat. Ich halte dich jetzt mal kurz fest. Es wird kurz unangenehm, aber wenn du stillhältst, ist es schnell vorbei. Und unter Umständen gibt es dann auch noch eine gute Belohnung hinterher, je nachdem, ob der Hund essen kann oder nicht. Ja, Ja. kann ich nur bestätigen. Du warst ja auch zu Gast in dem Podcast Medical Training mit Nicole Stein und mir. Genau. Und da haben wir uns ja auch nochmal über das Fixieren unterhalten. Und ich kann, das erzähle ich auch einfach nochmal, weil vielleicht ja nicht alle immer die gleichen Podcasts hören. Der Oliver, der kann hier zu Hause perfekt alle Kooperationsverhalten einhalten und ich kann wirklich viel mit ihm machen, aber beim Tierarzt geht das einfach nicht. Also brauche ich auch gar nicht, es auszuprobieren, weil wenn er da sagt, geht nicht, müsste ich ja eigentlich ne, erstmal wieder großartig unterbrechen. Genau. Und ich habe auch das Fixieren geübt und das ist so wunderbar. Also er konnte wirklich gut stillhalten, auch vertrauensvoll stillhalten, während die Tierärztin ihm so einen Grützbeutel aufgestochen hat. Und das wäre vorher wirklich ein Kampf gewesen. Und das Schöne ist eben auch, dass er dieses Erlebnis, und er ist wirklich ein Negativverknüpfer, da ist er wirklich Meister drin, aber das eben nicht negativ verknüpft hat. Er konnte vom. Weil er eine Strategie gelernt hat, ne? Weil er Genau. einfach gelernt hat, okay, das ist das, was ich tun kann. Das hilft einfach Genau. so. Genau. Und Und. hier, wenn ich hier diese Plüschkatze, Moment, Katze, kannst du mal kurz hier ins Bild gucken? Es ist Maria, ist ein Bild von Schiff. Diese Katze hat auch ein bisschen Medical Training Erfahrung, aber die hatte gestern oder vorgestern Durchfall und hatte an diesem Plüschfell, an diesem Plüschpopo Kacke hängen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage. Und ich habe ihn ins Waschbecken gestellt und habe ihm den Po geduscht. Und das haben wir nicht trainiert. Und das ist eine Katze. Es ist eine wahnsinnig nette und kooperative Katze. Ne? Aber er hat einfach tatsächlich auch gelernt, okay, es ist manchmal unangenehm und dann lohnt es sich stillzuhalten. Und dann gab es hinterher noch so ein Schleckdingens. Und es war wirklich, wirklich gut und hilfreich. Also auch bei Katzen funktioniert das. Ja, super. Okay, ich glaube, mit diesen nochmal, sage ich mal, tollen Worten, gerade auch zum Medical Training, wo wir ja beide wirklich auch für brennen. Ja, Genau, sagen wir einfach mal Tschüss, weil wir sonst können kommen wir, glaube ich, von Hölzchen auf Stöckchen, ne? uns noch eine Stunde Genau. weiter unterhalten und die Na, Themen gehen uns auf nicht jeden mehr Fall. Es gibt, aus. ja, es gibt so viele spannende Themen. Wir halten Ja. das auf jeden Fall mit den Magenproblemen fest, weil das liegt mir so Gerne. sehr an der oder am Herzen. Okay, für alle, die diesen Podcast gehört haben, diese tolle Rasse-Beschreibung von der Doro über den Pudel, teilt es, kommentiert es, abonniert den Kanal, damit möglichst viele Menschen diese ganzen Infos bekommen. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr kommentiert und habt spezielle Fragen an die Doro, ich gebe sie an die Doro weiter, also keine Sorge, das geht auch nicht unter. Und die wird dann eure Fragen auch in den Kommentaren beantworten. Sehr Okay. gerne. Schön. Ach, Dann Anja, das war schön mit dir. freut mich. Ich finde es auch total schön, bis auf die Handwerker unterbrechen. Die hat mich echt sowas, mich immer mega aus dem Konzept, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut wieder eingegroovt. Okay. Macht's gut. Tschüss, liebe Doro. Und bis zum nächsten Mal. Dann tschüss.